Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das hier ist das Dell XPS 15. Und wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich das beste Windows-Notebook für die generelle Nutzung und Produktivität, das ihr kaufen könnt. In diesem Video seht ihr meinen ausführlichen Test zum Dell XPS 15 und erfahrt auch, warum das so ist. Unser Modell hat einen Intel Core i7 6-Kern-Prozessor der H-Serie und eine Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Grafikkarte. Außerdem ist es ausgestattet mit 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB an SSD-Speicher und einem 15,6 Zoll großen 4K-Display. Dieses Ding hier kostet also fast 3000 Euro. All diese Hardware verpackt Dell in die sehr schlanke und unglaublich hochwertige Chassis eines 15 Zoll Notebooks. Das Dell XPS 15 ist ein Sandwich aus Aluminium und Carbonfaser, wo die Ober- und die Unterseite des Notebooks aus Aluminium bestehen, während die Handballenablage hier aus echtem Carbonfaser besteht, also dasselbe Material nutzt, womit Formel 1 Teams und andere Supersportwagenhersteller ihre Autos ja robuster und belastbar machen. Und ja, das fühlt man auch. Das Display lässt sich ja trotz allem nur mit einem Finger hier geschmeidig aufklappen. Und das Scharnier ist dennoch genügend stramm, damit es zum Beispiel beim Tippen nicht wackelt oder auch bei der Bedienung des Touchscreens irgendwie nicht nach hinten kippt. Genau so gehört sich das. Und es ist nur ja, einer von vielen Punkten, wo man merkt, dass Dell hier bei diesem Notebook wirklich auf jedes Detail geachtet hat. Dasselbe gilt auch für die Tastatur und das Touchpad des Dell XPS 15. Zuerst zum Touchpad, schauen wir uns das mal an. Es ist nämlich wirklich beeindruckend. Touchpads bei Windows-Laptops sind in den letzten Jahren wirklich gut geworden, keine Frage. Es gibt aber trotzdem noch eine Reihe von Windows-Herstellern, die bei ihren Touchpads noch eins drauflegen. Dazu gehört zum Beispiel natürlich Microsoft mit seinen Surface-Geräten. Aber auch Razer hat sich in den letzten Jahren mit echt krassen Touchpads hervorgetan. Aber Dell hat hier wirklich übertrieben. Schaut euch das mal an. Dieses Touchpad ist riesig. Es ist gigantisch. Man nutzt jeden Millimeter hier aus und verbaut das wohl beste Touchpad, das ich je in einem Windows-Laptop getestet habe. Es ist unglaublich präzise und schnell und genau das, was man von einem solchen Notebook eben erwartet. Bei der Tastatur gibt es unterschiedliche Meinungen, teilweise auch Kritik. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Tastatur einen vergleichsweise niedrigen Tastenhub hat und das Feedback butterweich ist. Das finden manche Nutzer nicht gerade großartig und ich zähle da ehrlich gesagt ein bisschen dazu. Zweifellos ist es aber trotzdem eine der besseren Tastaturen in einem Ultrabook und sie spielt ganz vorne mit anderen High-End-Herstellern. Bei einem solch teuren Produkt geht es aber besser, was Microsoft zum Beispiel bei seinen Laptops zeigt. Beschweren möchte ich mich darüber aber nicht, nur eben hinweisen, dass es ja im Prinzip Besseres gibt. Das 15,6 Zoll große Panel im Dell XPS 15 nutzt in unserer Variante das bessere 4K-Display, das es für einen Aufpreis von fast 400 Euro gibt. Es gibt dafür ein deutlich besseres Panel mit einer höheren Auflösung, noch tieferen Kontrasten und einer besseren Farbdarstellung und zusätzlich noch eine Touch-Funktion. Es gibt keine Full-HD-Option mit Touchscreen. Wer also ein Touchscreen will, der muss sich hier das 4K-Panel holen, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Außerdem haben wir hier ein glänzendes Panel, sodass es im Sonnenlicht eine Spur schlechter ablesbar ist als das Full-HD-Panel. Die tolle Helligkeit bei diesem Produkt von 500 Nits macht es aber auch im Sonnenlicht problemlos bedienbar. Das Display beim 2020er Dell XPS 15 nutzt übrigens ein höheres 16:10 Seitenverhältnis, sodass es eine Spur höher ist als klassische 16:9 Laptops. Beim Erstellen von Inhalten finde ich das aber ehrlich gesagt ziemlich praktisch und es ist auf jeden Fall besser meiner Meinung nach, denn man sieht auf einen Blick mehr und muss auch ja, hier weniger scrollen. Das ist aber nur meine Erfahrung. Bei den Varianten mit 4K-Display liefert euch Dell zusätzlich einen größeren Akku, um natürlich auch die leistungshungrigere Hardware zu kompensieren. Das gelingt wirklich gut, denn selbst mit dem schärferen 4K-Display, mit der dedizierten Nvidia-Grafikkarte und dem Core i7-Prozessor erreichen wir locker 9 Stunden Akkulaufzeit. Ähnliche Werte schafft auch das Core i5-Modell mit Full-HD-Display und mit dem kleineren 56 Wattstunden Akku. Wer also das 4K-Display will oder braucht, kann sich ruhig dieses Modell hier schnappen und muss erfreulicherweise keine Kompromisse machen bei der Laufzeit. Und 9 Stunden im Alltag sind wirklich gute Laufzeiten, insbesondere für so ein leistungsfähiges und gleichzeitig dünnes Notebook. Etwas wurmt mich aber hier dennoch, denn der Vorgänger, also das Dell XPS 15 von 2019, hatte noch einen gigantischen 97 Wattstunden Akku.
Und hier hat die teure Variante nur 86 Wattstunden. Es macht ja das Gerät jetzt nicht schlechter. Und die Laufzeiten wurden tatsächlich im Vergleich zum Vorgänger sogar verbessert, weil das alte Modell noch weniger effiziente Prozessoren und ein 4K OLED-Display nutzte. Im Sinne einer positiven Weiterentwicklung hätte meiner Meinung nach Dell den größeren Akku ruhig behalten können. Geschadet hätte es nicht, außer vielleicht Dells Profit. Unser Dell XPS 15 ist mit einem Intel Core i7 10750H Prozessor ausgestattet, welcher mit seinen 6 Kernen ein echt potenter und flotter Begleiter für den Alltag ist. Er sprintet förmlich durch sämtliche Aufgaben des Alltags, Programme starten wirklich schnell, laufen sehr flüssig, aber wen wundert das wirklich? Auch für generelle Produktivität ist es großartig, aber wo das Dell XPS 15 förmlich glänzen kann, das ist bei Content Creation. Für kreative Arbeiten ist dieses Ding spitzenmäßig. Der flotte Prozessor kombiniert mit 32 GB RAM, welcher außerdem noch vom Nutzer ausgetauscht werden kann, und die schnelle PCI Express NVMe SSD eignen sich perfekt für die Erstellung von Inhalten, egal ob es dabei um Bearbeitung von Fotos oder Videos geht. Anspruchsvollere Videoprojekte in Full HD erledigt es mit Leichtigkeit und auch 4K-Aufnahmen können in Premiere Pro oder DaVinci Resolve flüssig bearbeitet werden. Das Dell XPS 15 ist ein echtes Kraftpaket für kreatives Arbeiten. Beim Prozessor hat sich im Vergleich zum Vorgänger mit der 9. Generation ein bisschen was getan. Auch weil Intel jetzt schon langsam verzweifelt nach dem Quäntchen Performance sucht, um nicht komplett von AMD abgehängt zu werden. Daher schafft das Dell XPS 15 selbst im ausgeglichenen Leistungsmodus mehr Performance als das 16 Zoll MacBook Pro mit dem Core i7 Prozessor und das ohne dabei auch nur ansatzweise Temperaturen von 90 Grad zu erreichen. Gleichzeitig bleibt das Notebook so leise, dass die Lüfter kaum wahrnehmbar sind. Im Geekbench Prozessor Benchmark wird es nur geschlagen vom Razer Blade 15 Advanced Modell, was aber auch einen stärkeren 8-Kern Prozessor von Intel drin hat. Dell bietet eine eigene App, wo sich der Performance Modus anpassen lässt. Wer das Dell XPS 15 also an seine Grenzen bringen will, kann das gerne tun. Allerdings zum Leidwesen der Betriebslautstärke, der CPU-Temperaturen und wahrscheinlich auch der Langlebigkeit. Im Ultra-Leistungsmodus geht das Notebook bis an die Schmerzgrenze des Prozessors, die offenbar bei genau 100 Grad Celsius liegt. Also allzu lange bleibt das Notebook glücklicherweise nicht bei diesen hohen Temperaturen und drosselt den Prozessor bei längerer konstanter Last herunter, sodass man irgendwo bei der 70 Grad Marke stehen bleibt. Die Handballenablage sowie die Tastatur erwärmen sich dabei erfreulicherweise nicht allzu stark, sodass man auch bei stärkerer Last die Finger komfortabel auf der Tastatur ablegen kann. Etwas, was man zum Beispiel vom Razer Blade 15 Base Modell nicht behaupten kann. Neuere Gaming-Laptops mit dem AMD Ryzen 7 4800H oder gar mit dem Ryzen 9 4900HS Prozessor schaffen als Resultat in Geekbench aber merkbar mehr Leistung und können sich damit durchaus absetzen. Ich denke daher, dass es langsam Zeit wird für ein Dell XPS 15 in der AMD Edition, denn besonders bei produktiven Workloads zeigt der Ryzen seine Leistung. Das Dell XPS 15 verfügt in unserer Konfiguration zudem noch über eine dedizierte Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Grafikkarte, was man dem dünnen und sehr schlanken Notebook echt nicht ansieht. Bei grafikintensiven Aufgaben, bei Videobearbeitung mit vielen Effekten und bei anspruchsvollerer Bildbearbeitung leistet sie aber definitiv einen wichtigen Beitrag. Und ich finde, als Content Creator darf man die nicht missen. Leichtes Gaming ist darauf ebenfalls möglich. Und ja, die gelegentliche Partie League of Legends, CSGO und ein bisschen Minecraft mit der Windows Area DE Community am besten, Link zum Discord in unserer Beschreibung, oder auch intensivere 3D-Games wie GTA 5 laufen bei mittleren Einstellungen Full HD flüssig. Rein leistungstechnisch kann sich die GeForce GTX 1650 Ti im Dell XPS 15 locker mit der AMD GPU im 16 Zoll MacBook Pro messen, viel mehr allerdings auch nicht. Das MacBook Pro hat leichte Vorteile bei der Produktivität und Rendering, während das Dell XPS 15 bei Gaming und 3D leicht die Nase vorn hat. Ich würde das Dell XPS 15 ohne Grafikkarte wahrscheinlich nicht kaufen. Für mich würde sich das größere Notebook erst dann lohnen, wenn es auch grafisch eben mehr Leistung bietet. Und wer das Plus an Leistung nicht unbedingt braucht, würde wahrscheinlich mit einem kompakteren XPS 13 besser zurechtkommen. Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Dell verbaut bei seinem XPS 15 übrigens verdammt gute Lautsprecher, was Musik- und Filmgenuss
auf jeden Fall möglich macht. Die Lautsprecher werden laut und besitzen gute Bässe, was für den Formfaktor auf jeden Fall erfreulich ist. Und noch eine andere Sache. Die Webcam sitzt bei den neuen Dell XPS Notebooks nun oberhalb des Displays, in diesem wirklich schlanken Displayrahmen. Windows Hello gibt's übrigens auch für den schnellen und sicheren Login. Viel Platz für gute Webcam-Qualität bleibt hier allerdings nicht. Aber naja, was erwartet man bei so einem dünnen Rahmen? Aber so, wo ich jetzt ziemlich alle Bereiche des Dell XPS 15 mit euch besprochen habe, ihr nun wirklich alle Schwächen und Stärken des Notebooks kennt, muss ich noch eine Sache klären. Was macht das Dell XPS 15 so gut? Es ist einfach die Balance. Dell hat sich bei den verschiedenen Varianten wirklich etwas gedacht und liefert ein Notebook ohne Kompromisse. Egal welches Modell man kauft, man bekommt mit keiner Konfiguration irgendwie ein schlechteres Produkt. Alle Modelle sind perfekt ausbalanciert, sodass man überall eine gute Kühlung, eine tolle Performance, eine lange Akkulaufzeit und eben auch ein gutes Display bekommt. Es gibt zum Beispiel keine Variante mit 4K-Display und mit Grafikkarte, aber dafür trotzdem mit dem kleineren Akku von der günstigeren Variante, wo dann natürlich die Laufzeiten extrem drunter leiden würden. Das bietet man gar nicht zum Verkauf an. Man stellt damit sicher, dass die Nutzer beim Dell XPS 15 immer das bekommen, wofür sie bezahlen. Und das machen heute echt wenige Hersteller so. Und darum ist es auch so ein großartiges Produkt, wo mir ehrlich gesagt nichts anderes übrig bleibt, als es zu empfehlen. Wer das beste 15 Zoll Notebook sucht für Produktivität, braucht sich nur das Dell XPS 15 anzusehen. Und ja, das war's dann auch schon von mir und von diesem sehr ausführlichen Review des Dell XPS 15. Schaut euch auf jeden Fall unser cooles WindowsArea.de Merch an und wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und gebt mir auch einen Daumen rauf, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.